Seit fast 15 Jahren ist die Stadtkirche Unser Lieben Frauen in Mittweida der Arbeitsort von Johannes Grasemann. 2002 nahm er hier die freie Stelle als Pfarrer an und zog mit seiner Familie in die Zschopau-Stadt. Seitdem fühlt er sich heimisch in Mittweida. Diese Kirche hier, diese gotische Stadtkirche, die hat es mir gleich angetan, die habe ich ins Herz geschlossen. Sie hat mich gefangen genommen in ihrer Schönheit und Vielfältigkeit, auch in all dem, was hier zu tun ist. Aber auch die Stadt selber liegt ja wirklich reizvoll hier in dem Zschopau-Tal oder an der Zschopau und ist eine wunderschöne kleine Kreisstadt, die sich enorm entwickelt hat in den letzten Jahren. Das zu beobachten war auch eine Freude. Ja, vor allem auch die Menschen hier, die haben unsere Sprache gesprochen, haben uns verstanden. Und das ist ja ganz wichtig, wenn man mit Menschen arbeitet, dass man ankommt, dass man auch nicht festgelegt wird auf irgendeine Frömmigkeitsrichtung oder politische Richtung oder so. Das war, hat genau gepasst hier in Mittweida, in dieser schönen Stadt, mit dieser schönen Kirche, diesem Ambiente hier auf dem Kirchberg hier oben. Das alles zusammen natürlich auch mit Ringetal, unserer Schwesterkirchgemeinde. Wir haben uns schon wirklich hier heimisch, sehr schnell heimisch gefühlt. Die gotische Stadtkirche hat es ihm besonders angetan. Kein Wunder, dass er die Sanierung der Chorfassade seiner Kirche von Anfang an sehr aktiv begleitet. Im vorigen Jahr begonnen, sollen die Arbeiten im Sommer beendet sein. Diesen spannenden Bauabschnitt und auch den Umbau des Kirchhofes, der 2018 beginnen soll, wird Pfarrer Grasemann aus der Ferne erleben. Wir wissen es aus vielen Bereichen, der Gesellschaft, Sport, Kultur, in der Hochschule, beim Militär, überall gibt es solche Dinge, dass Stellen gewechselt werden, dass ja, Personal auch mal getauscht wird, dass Dinge auch sich nicht zu sehr festfahren, nicht zu sehr traditionell werden oder zu einseitig werden. Betriebsblindheit stellt sich ja am ersten Tag ein, wenn man irgendwo arbeitet. Das kann gut sein. Und für einen selber, ich habe es erlebt, ist es auch noch mal ein bisschen wie eine Lebensinventur. Was hast du alles gemacht? Was brauchst du wirklich? Was nimmst du mit? Was kannst du woanders noch mal neu einbringen, was vielleicht hier nicht mehr geht, weil man es schon behandelt hat? Ich habe über 1000 Predigten gehalten. Dann ist man irgendwie manchmal auch ein bisschen erschöpft, wie ein Brunnen erschöpft. Und kann dann noch mal woanders neu anfangen. Und auch seelsorgerlich, einerseits verlässt man liebe Menschen, andererseits wird es auch immer schwerer, von Menschen Abschied zu nehmen, die einem ans Herz gewachsen sind. Dann ist man selber wieder noch mal ein bisschen auch freier, unbelasteter. Ja, und wenn man irgendwo neu hinkommt, dann kennt man nichts. Und kennt man auch die Fettnäpfchen nicht und auch die Vorgeschichte, für die man nichts kann und kann dann unbefangen neu anfangen. Der Charme seines Tuns ist die Arbeit mit Menschen. Dabei schaut der 58-jährige Johannes Grasemann nicht auf die Uhr. Seinen Arbeitsalltag beginnt er mit einer kalten Dusche, einem Kaffee und dem Wort Gottes, sagt er. Dann sondiert er die Lage und bestimmt Aufgaben für sich und die 18 Mitarbeiter. Zu seiner Tätigkeit gehört auch ein Stück weit Verwaltungsarbeit. Dann auch die Kasualien, wie wir sagen, Taufen, Hochzeiten, Trauungen, Beerdigungen, Jubiläen. Das will alles auch mit vorbereitet werden. Gespräche mit Menschen. Wir stehen hier an unserem Taufturm. Seit einiger Zeit sammeln wir nicht mehr am Taufbaum, sondern hier an diesem Taufturm die Bilder der letzt Getauften. Gespräche mit Eltern, mit Paten, Taufspruch aussuchen, all diese Fragen. Eine schöne Aufgabe. Und das passiert vormittags oder auch nachmittags oder auch abends. Am Nachmittag meistens auch Unterricht, Konfirmandenarbeit, abends Kirchenvorstand oder Kirchenchor. Verschiedene Dinge, die abends auch so noch sein sollen. Und ja, also fertig ist man als Pfarrer eigentlich nie. Ich sitze gerne mal abends bis um 11, um 12. Dass er einen kirchlichen Beruf ergreifen würde, war Johannes Grasemann schon früh klar. Die befreiende, stärkende und orientierende Kraft seines Glaubens vermitteln, das treibt ihn an. Glaube als froh machende Botschaft praktizieren, schöne Gottesdienste und Feste gestalten und vorbereiten, einschließlich anspruchsvoller Kirchenmusik, das mag er an seinem Wirken.
Ja, zu den schönen Momenten in meinem Berufsalltag gehört, wenn Menschen etwa nach einer Trauerfeier mir sagen, es hat ihnen geholfen und sie getröstet weitergehen können. Oder der Blick von Traupaaren, die ich segnen darf, von Eltern, die ihr Kind an den Taufstein bringen. Überall da, wo Menschen dies ernst nehmen und auch es gerne aufnehmen, was wir tun. Und den Segen spüren und ich den Segen erbitten und weitergeben darf. Das sind ganz schöne Momente, genauso wie wenn Ideen von mir aufgenommen worden sind, von Gemeindegliedern, Kirchenverstehern, Mitarbeitern und man nicht ängstlich gefragt hat, ob das alles geht und wie es geht, sondern einfach man mutig herangegangen ist, mit Gottvertrauen an die Dinge herangegangen ist und etwa auch wie diese Winterkirche hier renovieren konnte und neu gestalten konnte. Pfarrer Grasemann hat eine Menge Kinder getauft und konfirmiert, sowie zahlreiche Paare kirchlich getraut. Viele Menschen begleitete er in schönen und schweren Stunden. Die Kraft dafür findet er im Glauben, sagt er. Mein Lieblingsbibelvers, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Der Sonntagsgottesdienst ist für mich so eine Kraftquelle und auch ein Punkt, wo man nochmal neu anfangen kann, vielleicht nach dem, was in der letzten Woche nicht so gut gelaufen war. Manchmal kommt er dabei auch an seine Grenzen. Also natürlich gibt es auch wirklich sehr schwere seelsorgerliche Fälle. Eine meiner ersten Beerdigungen hier war ein junger Vater, über 30-jährig gerade, wo ich das Kind getauft hatte. Ich kann das alles zu Gott bringen. Ich gehe doch mal ganz schön gerne in die Kirche, die nun seit vielen Jahren auch täglich geöffnet ist, auch generell für alle geöffnet ist und wo ich dann meinem Herrgott dies alles sage und um Kraft bitte und auch um die richtigen Worte bitte, um Menschen zu begleiten. Leider fehlt oftmals die Zeit, um Menschen dann noch weiter nach einer Beerdigung etwa zu besuchen und dann kommen schon die nächsten Dinge wieder. Aber das ist schon für uns eine ganz wichtige Kontaktstelle, das Gebet, die Stille auch und unsere Auferstehungshoffnung, die wir gerade jetzt auch Ostern wieder gespürt haben und ja, das, der Sieg des Lebens über den Tod, der ist Ostern wieder verkündigt worden. In beeindruckender Weise auch von den Kindern, die das Kreuz geschmückt haben mit Blumen, Kerzenlicht hier reingetragen haben. All diese Dinge, die sind nicht nur äußerliche Zeichen. Kirche öffentlich machen, auch das ist eine Facette im Arbeitsalltag des Pfarrers. Dazu gehört die Immatrikulationsfeier der Hochschule genauso wie das Verfassen des Gemeindebriefes und die Erstellung von Ausstellungen und Dokumentationen. Ich habe gerne mit den Konfirmanden immer eine Confi-Church-Night gemacht, also eine Nacht mit den Konfirmanden hier an oder in der Kirche verbracht. Wenn wir dann Mitternacht im Altarraum sind, in der ganz dunklen Kirche und auf den Altarplatz legen, die Höhe des Raumes spüren, die Stille hören, noch eine biblische Geschichte hören, eine Kerze. Das sind so Momente, ganz dichte Momente, die, denke ich, auch nicht vergessen werden. Oder für mich immer ein Geschenk Heiligabend, wenn die Kirche so gefüllt ist und 800 oder 1000 Menschen da sitzen und man nichts hört und sie alle zuhören. Eine ganz dichte Atmosphäre, eine feierliche Atmosphäre mit Händen zu greifen ist. Das ist ein wunderschöner Moment immer wieder für mich gewesen. Oder als letztes noch, als erwähnt, die Exma-Feiern der Hochschule. Wenn dann 150 oder 200 Absolventen im Altarraum sitzen und alle festlich gestimmt und gekleidet sind und dann ihr Diplom erhalten und mit einer Freude dann hinausgehen, ja, dass wir da auch Gastgeber sein können als Kirche hier für die Hochschule, für die Stadt, für Menschen, die auch gar nicht unbedingt gläubig sind. Das sind sehr, sehr schöne und wertvolle Momente, die ich nicht vergessen werde und in meinem Reisegepäck habe. Seine Reise führt ihn von der Zschopau an die Elbe. Im Frühsommer verlässt Johannes Grasemann mit Weida, um seine neue Pfarrstelle in Riesa anzutreten.